So, da hinten. Und ich muss, glaube ich, gleich niesen, weil meine Nase fängt ganz böse an zu jucken. Ich glaube, da werde ich gleich mal vorbeugen und mich einfach mal schnupfen. So. Aha, ein schlechter Witz. Zwei Heckenschützen, die auf dem Turm sitzen, mit einem Messer töten. Wenn ich das Messer werfen könnte, wäre es vielleicht noch lustig. Okay, dorthin. Auf dem Weg kommen wir nicht direkt an Relikten vorbei. Höchstens, wenn wir einen Umweg machen. Aber ja, dann sind wir zumindest auch gleich in der Nähe von dem anderen Relikt. Beziehungsweise überhaupt von dem Relikt da. Und das werden wir uns dann wohl auch gleich holen. Oh, also mal gucken. Mal schauen, wo die beiden Jungs hocken. La la la. Na, irgendwie möchte ich hier dann doch mal gerne links runter. Yeah! Geronimo! Und da geht's auch runter. Cool! Na bitte, das war doch erst rein. Oder war es das nicht? Gegner. Das ist auch nur ein normaler Gegner. Gehen wir mal nach hier und gucken mal von da. Dann könnten wir vielleicht schon mal einen von den beiden sehen. Richtig, da haben wir Nummer 1. Und da ist Nummer 2. Okay, kleines Gewehr ist, glaube ich, hier erstmal sinnvoller. Mal gucken, wenn ich hier hochgehe. Ob ich hier oben von diesem Ort aus gut eine gute Schussposition kriege. So. Was machen die denn da? Knuddeln die oder was? Warum werde ich immer bei solchen Aktionen von irgendeiner Miezekatze überrascht? Vor allem, ich will da nichts tun. Ich hoffe, die Miezekatze ist friedlich. Nein. Ha, ha, knapp. Wir konnten den Leoparden am Leben lassen und wir sind noch nicht entdeckt worden. Aua. Dafür habe ich mir mal wieder alles gebrochen hier. So, jetzt müssen wir uns nur noch nah genug an die heranschleichen. Und dann beide takedownen. Okay, du guckst in die Richtung. Und du auch. So soll es doch eigentlich auch gehen. Ich kann auch hier kein Leben lassen. So, wunderbar. Wunderbar. Das ging doch mal gar nicht mal so schlecht. Will ich das Relikt haben? Da komme ich ja vielleicht sogar von da schneller hin, oder? Auf jeden Fall komme ich von da schneller hin. Da kann ich auch gleich die Jagdmission da annehmen. Mal gucken, vielleicht führt es mich ja sogar in die richtige Richtung. Natürlich jetzt wieder Geld ausgeben. Ui, wir können Geld ausgeben. Unglaublich. So.
Ja, was sollte man noch alles kaufen? Ich weiß es langsam nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich jetzt keinen Spritz mehr machen, sondern wirklich medizinische Ausrüstung erwerben. So, was haben wir hier? Drei Tiger haben eine junge Familie ausgelöscht. Erlege sie mit der am Zielort gestellten MP. Ist leider nicht ganz die richtige Richtung. Oh, das ist sogar grob nicht die richtige Richtung. Könnte so gehen. Na gut. Machen wir das mal. Oh, ich habe ein Geschütz an dem Auto. Sehr nett. Falls mich mal wieder irgendjemand besuchen kommt oder der Pannendienst mal wieder zu viel Geld möchte, habe ich wenigstens durchschlagende Überzeugungen, dass sie doch die Rechnung bitte billiger machen sollen. So, kommen wir hier durch. Ja, kommen wir. Nicht gesund, aber wir kommen hier durch. Wow! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich es geschafft habe, dass so ein Auto beim Aufschlag explodiert. Übel! Auto? Auto? Kein Auto. Wir müssen laufen, nein! Oh, sie bremsen sogar für mich. Sehr nett, Jungs. Dann nehmen wir das nächste Auto. Versuchen es gleich nochmal. Mann, der Wagen hat mir echt nicht viel aus... Willst du mich hier rollen, oder was? Fahr gerade auf die Brücke drauf und das Ding macht Rabums. Guck mal an, was jetzt hier auf einmal steht, wo wir eben drunter gejumpt sind mit unserem Auto. Ich glaube zwar nicht, dass wir allzu weit müssen, aber so geht es doch richtig schön flott. Schnauze, Vogel! Fumpala! Und? Jetzt zu der Personalliste. Kümmern wir uns um die Hauptmänner. Nein, ich will hier doch... Ich will die nicht töten. Ist das natürlich an derselben Position, oder wie? Ach, nee! Kann ich hier irgendwie nicht... Fähigkeiten, Beute, Handbuch, blablabla. Die Mission wollte ich doch gar nicht. Ja, da müssen wir uns wohl jetzt um Story kümmern. Töte die drei VIPs. Ah, beziehungsweise, ja doch, das ist sogar die richtige. Wir haben ja die MP. Ist das? Ja, wird schon sein. Wird hinkommen. Töte drei VIPs. Und durchsuche. Ja, das ist unsere Hauptquest. Puh. Und da kommt er wieder nicht hoch. Und wir müssen uns jetzt erstmal eine höher gelegene Position suchen, damit wir uns einen Überblick verschaffen können. Kommst du da wenigstens hoch? Ja, na bitte, geht doch. Hier sehen wir, wie wir sehen, nichts. Ich höre hier doch irgendwas. Das ist wahrscheinlich die zweite Mission, die hier rumknurrt. So, gehen wir mal hoch und hoffen, dass uns jetzt hier nicht direkt die... Aha, da ist also auch jemand. Hätte ich bloß nicht alles verzockt, ich Arsch. Bingo.
Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Na, kommt her! Du bist ein toter Mann. Tot! So, so, so. Ich bin also ein toter Mann. Ja, die Mission war doch schon mal wieder ein leichter Schuss in den Ofen. Dann nehmen wir die Leiche gleich mal, dann haben wir wenigstens das hier. Immer noch nichts. Hoffentlich hat der Letzte was dabei. Du bist uninteressant. Das nur, weil ich ein paar Tierchen töten wollte. So, wo war denn die andere Leiche? Da ist er. Nein, nicht die Waffe wechseln. Bist du denn... Ja, willst du mich jetzt rollen? Na, ja, toll. So, wo ist jetzt der andere? Ist niemand. Da oben wären wir jetzt eben doch rausgekommen. Na, la, 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 wo seid ihr denn nur hin? Hey, er hat unsere Klamotten an. Ja, ihr habt doch zuerst geschossen. Ich war ganz lieb und artig. Ich habe nur ein oder zwei Leute von euch erledigt. Ja. Oh, weia. So, mal gucken. Du auch? So, wo seid ihr denn jetzt? Ach da. Natürlich schieße ich auf euch. Ah, da oben sind noch welche, die ich nicht gesehen habe. Mano. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich habe, meine ich, den weiteren Hauptmann nämlich jetzt noch nicht zu Gesicht bekommen. Er jagt die Hauptmänner. Wenn ich mal wüsste, wo sie sind. Wo ist der Letzte? Ja, Mai, wo versteckt er sich denn? Ah. Alles klar. Ziel gefunden. Ziel gleich überredet. Überredet uns seine... Ach Gottchen, Mann. Fauch doch da nicht so rum, du kleines Tier. So, hier geht's rein. Nicht die Liste, aber was ist das? Eine Notiz? Aktuelles Ziel ist das, hä? Jetzt habe ich zwei Ziele, okay. Verlasse das Gebiet. Natürlich auch noch mit fest vorgegebener Position. Oh, verdammt, wir sind schon längst in der nächsten Folge groß drin, ne? Na gut. Dann muss halt noch eine sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann auch gleich wieder Story abgefrühstückt, die ich nicht wollte. Sam, ich war im Tempel. Ich habe alle drei erwischt. Aber nichts. Die Liste war nicht da? Das ist sehr schade, ja? Ja, aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste. Blablabla. Rababa, rababa, rababa. Jetzt muss ich die echt neu an. Ja.
Nee, komm, ich will da hinten. Nein, ich will nicht. So, Mann. Muss ich die echt neu auswählen? Ah!